Ich habe so einen ganz normalen 750 Kilo Baumarktanhänger. Um da nun einen Schlafanhänger draus zu machen, erschienen mir Stützen als sehr wichtig. Montage ist ziemlich unkompliziert, weil so gut wie alles vorgefertigt ist. So, die Geschichte ist stabil, also können wir shoppen gehen. Ich will mit der Bodenplatte anfangen, die sie im Baumarkt schon mal nicht hatten, also fängt schon mal super an. Aber was soll die Maulerei? Der Plan ist gemacht, also legen wir los. Die Tür will ich auf jeden Fall nach oben aufgehen lassen und ja, wenn das Ding dran ist, kann man schon übers Streichen nachdenken. Astlöcher, die habe ich bewusst gelassen und mit so einem transparenten Pro-Dichtstoff zugemacht. Das sieht total klasse aus, wenn es nicht durchscheint. Ich hatte eigentlich gerade alles so ziemlich fertig. Da habe ich dann doch beschlossen, noch ein Fenster zu kaufen. Das habe ich dann auch noch eingebaut. Ja, und die Tür doch normal aufgehen zu lassen, das ist mir einfach zu gefährlich. Wenn man sich da die Pfoten klemmt, dann sind die Finger ab. Glücklicherweise hatte ich die Kabine rechtzeitig fertig und so haben wir den Hänger direkt mit in den Urlaub genommen. Gucken wir doch mal rein. Ich wollte mich mit dem Ausbau noch nicht festlegen. Ich habe deshalb erstmal ein Feldbett reingetan. Es ist genau 1,90, passt genau rein, hat den Vorteil, wenn man vielleicht mal ein Fahrrad oder so noch mit reinpacken will, baut man es zusammen und hat Platz. Wenn der Junge im Dunkeln nach Hause kommt, braucht er natürlich erstmal Licht. Deshalb erstmal die Lampe. Lichterkette ist noch drin. Diese Wandorganizer gab es bei Aldi. Hier wird so nach und nach natürlich noch einiges optimiert, aber erstmal ist es super. Der Rundumblick durch diese Bullaugenfenster ist ein Knaller. Ihr habt ja im Video bereits gesehen, dass ich die gesamte Kabine hier vom Hänger einfach runternehmen kann. Insofern ist das einfach nur Ladung und muss nicht beim TÜV eingetragen werden. Ich muss nur darauf achten, dass er vernünftig gesichert ist und nicht zu viel wiegt. Den Dachüberstand habe ich bewusst so groß gewählt. Zum einen kann das Wasser nicht direkt an den Wänden runterlaufen und zum anderen habe ich die Möglichkeit, ein Dachzelt aufzubauen. Eine ausführliche Roomtour gibt's irgendwann im nächsten Video. Jetzt machen wir erstmal Urlaub. Ich habe mal einen Kassensturz gemacht und wie ihr seht, habe ich für die gesamte Kabine ca. 500 Euro ausgegeben. Ich muss aber dazu sagen, die Dachbahn, die habe ich geschenkt bekommen.